Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Seit 2004 gibt es den Borussia Park jetzt. Wolf, davon hatten die Fans lange, lange geträumt. Und jetzt haben sie hier diese wunderbare Arena. Es macht richtig Bock, hier zu sein. Das ist die Startaufstellung. Stindl! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Agüero. Alaba jetzt am Ball. Ballverlust. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Agüero. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Cristiano Ronaldo. Ibrahima Traoré. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt mal die Gladbacher. Und er schießt. Und den hält er fest. Gut gemacht. Jetzt in der Anspielstation. Ibrahima Traoré. Alaba. Jetzt Ronaldo am Ball. Kramer. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Und Alaba. Das Potenzial von David Alaba haben sie in Österreich schon früh entdeckt, Buschi. Ja, dementsprechend hält er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze der Mannschaft. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse! Klasse Aktion, Ball ist weg. Wird's jetzt gefährlich? Könnte jetzt was werden. Pjanic, da passt Sommer auf und macht das problemlos. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Ball auf den Flügel zu Ronaldo. Da will er auf Außen spielen, aber der Gegner geht dazwischen. Raphael. Er lässt sich da nicht aufhalten. Und die Gladbacher kommen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Mascherano. Jordi Alba. Der Ball geht zu Gareth Bale. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Stindl. Mascherano. Hazard. Hazard.
Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Fängt diesen Ball ab. Alaba über den Flügel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Agüero versucht's. Abgefangen, gut gemacht. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen. Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang und weiter auch mit dem Sauwetter. Es regnet immer noch. Modric. Und da verlieren sie den Ball. Chance für Modric. Sommer passt auf. Klasse pariert. Ecke. Die wird Gareth Bale reinbringen. Ecke wird kurz ausgeführt. Da wird Ronaldo vorne unterstützt. Und jetzt gibt es Einwurf. Luka Modric jetzt. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Tja, Abwehr ist wieder da. Das war's mit dem Konter. Da waren sie zu langsam. Modric. Der Angriff könnte was werden. Gareth Bale. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0-0. Das war natürlich eine Riesenchance. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Tja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich. Defensiv machen sie es gut. Sie gehen jetzt auf Jordi Alba. Pjanic. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Hazard. Bale. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Cristiano Ronaldo. Riesenchance. Cristiano Ronaldo. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Stindl. Das gibt Freistoß. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Ibrahima Traoré. Jetzt mal die Gladbacher. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Pjanic. Hazard. Geht vielleicht was für Gladbach. Und den Ball blockt Alaba. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Jetzt wird es den Wechsel geben. Und Jordi Alba. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und die Gladbacher kommen. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Kun Agüero. Agüero! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Fängt diesen Ball ab. Der Angriff jetzt über Agüero. Agüero. Bale. Wichtig! Er holt den Ball. Jetzt Raphael.
Stindl. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Modric. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Das könnte eine Gelegenheit werden. Bale. Und er gewinnt den Zweikampf. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. James Rodriguez. Gareth Bale. Flanke für Cristiano Ronaldo. Und den Ball hat er sich geholt. Wird's jetzt gefährlich? Luka Modric. Jetzt vielleicht. Bale. Abgefangen. Gut gemacht. Das frühe Stören jetzt. Gareth Bale. Gareth Bale mit dem Tor, mit der Führung. Nicht schlecht, wenn du so einen Mann im Team hast. Das kann er einfach. Das war nervenstark. Und hier sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer sein. Ich glaube nicht, dass die anderen hier nochmal ausgleichen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den Glück... Er entscheidet auf Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Ganz souverän hier vom Torhüter. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und per Kopf weitergespielt. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das Spiel war heute richtig gut.